Servus, liebe Freunde der E-Mobilität. Ich glaube, jeder weiß es. Es gibt staatliches Geld zum Anschub der Elektromobilität und zwar einerseits für die Autos, aber andererseits auch für die Ladeinfrastruktur, also Ladekabel und Ladestationen. Zumindest in Österreich werden sogar spezielle Ladekabel gefördert. In Deutschland ist das mittlerweile ein Riesenthema, KfW 440, aber darum soll es jetzt hier in diesem Video nicht gehen. Es geht um die österreichische Förderung. Alle Infos, die ihr braucht, und zwar als Privatperson bzw. als Firma genauso. Und es gibt ein paar ganz interessante Details, die stehen nirgends, die muss man erst rausfinden. Das sind so ein paar so ganz spannende Dinge. Ich glaube, es zahlt sich aus. Bleibt mal dran, nach dem Intro geht's gleich weiter. Servus meine Lieben, ich bin's wieder, euer Georg. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und für die, die neu sind, vergesst nicht, diesen wunderbaren Kanal zu abonnieren, denn das zahlt sich wirklich aus und es kostet nicht mal was, das ist absolut gratis. Und die restliche Werbung, wisst ihr, lasse ich immer da unten durchlaufen, will gar nicht lange jetzt drüber reden, steigen wir gleich ins Thema ein. Wenn ihr bei uns in den Shop geht, www.enercap.at, und dann habt ihr diesen blauen Balken und da seht ihr rechts oben Umweltförderung.at, da klickt ihr drauf, dann gibt es mal schon ein bisschen Information und auch die Links zu diesen Antragsseiten, denn die Förderung läuft so ab, ihr müsst zuerst den Antrag stellen und dann müsst ihr das einreichen, also die Kosten für euer Projekt einreichen. Das ist zweistufig. Bei Privatpersonen ist es ziemlich einfach, da geht das ganz schnell. Bei Firmen ist die Antragstellung etwas komplexer und bei Firmen müsst ihr auch zuerst den Antrag stellen und dann das Projekt umsetzen. Bei Privatpersonen ist das deutlich einfacher. Da habt ihr nach Antragstellung 24 Wochen Zeit für die endgültige Einreichung eures Projekts, also für die Einreichung der Förderkosten oder der förderfähigen Kosten. Und da dürfen die Rechnungen sogar noch ein halbes Jahr alt sein. Also theoretisch könnt ihr auch kaufen und euch dann erst für die Förderung registrieren. Ist vielleicht nicht zu empfehlen, aber wie gesagt, kein Problem. Für Privatpersonen ist das in Österreich sehr flexibel geregelt. In unserem Bereich, da Umweltförderung.at, geht ihr auf diesen Link Infoschreiben und dann habt ihr schon ein PDF-Dokument, wo im Wesentlichen alles drinnen steht, außer ein paar ganz wesentliche Details, beziehungsweise ist es vom Verständnis her vielleicht nicht ganz so einfach. Es steht zwar alles drinnen, aber man muss erst einmal wissen, wie das eine oder das andere gemeint ist. Und darum gehen wir jetzt dieses PDF-Dokument so in groben Zügen durch, damit ihr euch auskennt. Und ihr braucht zum Beispiel als Privatperson gar kein Elektroauto oder ihr könnt auch eines schon gekauft haben, das vielleicht gar nicht förderfähig ist, ein gebrauchtes, wie auch immer, und könnt euch trotzdem Ladeinfrastruktur fördern lassen. Gar nicht mal so unattraktiv. Aber wie gesagt, da kommen wir dazu. Gut, Förderangebote für Privatpersonen. Ich habe mir das Dokument da ausgedruckt und gehe das da mit euch durch. So, Elektro-Pkw, Ankaufsförderungen, das überspringe ich jetzt, denn ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das primäre Thema hier auf dem Kanal. Nur so viel kann man sagen, ihr bekommt für einen reinen E-Pkw insgesamt bis zu 5.000 Euro Förderung. Da kommt sogar nochmal die Steuer dazu bei der BMK-Förderung, also vom Bundesministerium. Gut, eigentlich sollte euer Autohändler das genau wissen, wie das funktioniert mit der Förderung. Da muss auch auf bestimmter Text auf der Rechnung stehen und so weiter. Wie gesagt, Autoförderung, anderes Kapitel. Okay, auch Elektro-Zweiräder, Leichtfahrzeuge und so weiter werden gefördert. Dann, ja, alles Mögliche. So, und jetzt wird es interessant, private Ladeinfrastruktur. Grundsätzlich gibt es sogenannte intelligente Ladekabel. Die müssen jetzt nicht per se intelligent sein, es gibt ein paar Kriterien, die müssen erfüllt sein von so einem sogenannten intelligenten Ladekabel. Da haben wir mehrere im Shop, findet ihr bei uns auch. Ich gebe euch unten auch einen Link da in die Videobeschreibung rein, da könnt ihr dann anklicken und bekommt die förderfähigen Ladekabel. Und dann gibt es auch noch Ladestationen für die fixe Montage, gemeinhin auch Wallbox genannt. Genau genommen ist Wallbox eigentlich ein geschützter, markenrechtlich geschützter Begriff. Also ganz richtig heißt das Wandladestation und diese werden für Privatpersonen gefördert. Und zwar bekommt ihr für das intelligente Ladekabel, falls ihr in einem Ein- oder Zweifamilienhaus wohnt, das ist wichtig, wie genau das jetzt geprüft wird
von der Förderstelle, das sei mal dahingestellt, aber es steht halt so drinnen, für Menschen, die im Ein- oder Zweifamilienhaus leben und ein sogenanntes intelligentes Ladekabel kaufen, bekommen bis zu 600 Euro Förderung. Warum bis zu? Denn es gibt einen Deckel, 50%. So, wenn ihr das gemeinsam gleichzeitig mit der Förderung für euren Elektro-Pkw einreicht, ja, dann gelten diese 50% maximale Fördersumme, also 50% von den Kaufkosten, von den echten Projektkosten, können maximal gefördert werden. 50% ist dann nicht nur das intelligente Ladekabel oder die Ladestation, sondern das Auto zählt da mit rein. Also wenn ihr jetzt ein sehr günstiges Auto kauft, um 20.000 plus ein Ladekabel um 600 Euro, ja, dann wäre die Grenze 50%, also 10.300 Euro von diesen 20.600. Da kommt ihr natürlich mit den Förderungen niemals in die Nähe dieser 50%, deswegen könnt ihr das gleich mal vergessen, die 50%. Wenn ihr das gleichzeitig, wie gesagt, gleichzeitig einreicht mit der Förderung für euer Auto, dann könnt ihr immer die volle Höhe ausschöpfen. Privatperson, wie gesagt, 600 Euro gibt es für ein intelligentes Ladekabel bzw. eine Ladestation, die fix montiert wird im Ein- oder Zweifamilienhaus. So, das war mal die Einschränkung. Gleichzeitig einreichen mit dem Auto 600 Euro, nicht gleichzeitig einreichen mit dem Euro, mit dem Auto 50%. Das heißt, wenn ihr einen Juice Booster kauft mit Zubehör um 1200 Euro, ja, dann bekommt ihr immerhin ziemlich diese 600 Euro. Wenn ihr aber etwas günstigeres kauft, wie ein intelligentes Ladekabel bei uns, um 550 Euro, dann bekommt ihr 50% davon. Der GoE-Charger zum Beispiel, der eine Steckdose hat, ich habe hier so einen liegen, zu dem komme ich dann später noch, der hat ja eine Steckdose. Wenn ihr so einen GoE-Charger kauft, und zwar jetzt unabhängig davon, ob es ein fix installierter oder ein mobiler ist, der mobile zählt als intelligentes Ladekabel. Ja, ich weiß, es ist jetzt kein Ladekabel, sondern es ist eine mobile Ladestation. Was zählt als intelligentes Ladekabel? Wenn ihr so einen GoE-Charger kauft, dann wird auch das Ladekabel mitgefördert. Ja, das ist vor allem für die interessant, die das ohne Auto kaufen. Weil wenn mit Auto ist man schnell bei der 600-Euro-Grenze, der GoE-Charger kostet mehr, damit bekommt man sowieso nicht mehr als 600. Aber wenn ihr euch jetzt so einen GoE-Charger zum Beispiel kaufen wollt und ihr habt die Förderung fürs Auto schon oder könnt das Auto nicht fördern lassen, also reicht nur die Ladestation ein, dann kauft das Kabel mit zum Beispiel und bekommt das mit 50% mitgefördert. Ist doch auch ganz nett. So, ein Zweifamilienhaus, 600 Euro. Das waren jetzt die Bedingungen bzw. diese Grenze 600 Euro. Das geht aber auch etwas höher. Das nächste, was da drinnen steht, in einem Mehrparteienhaus, ja, bekommt ihr für eine OCPP-fähige Ladestation steht da 900 Euro. Genau genommen ist es aber nicht zwingend an OCPP gebunden, sondern der GoE-Charger hat zum Beispiel eine API, also eine Programmierschnittstelle, über die er erreichbar ist. Damit kann man ja zum Beispiel auch Photovoltaiküberschuss laden. Da kommen übrigens ein paar ganz interessante Videos auf diesem Kanal. Drum vergesst nicht abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Photovoltaiküberschuss laden, ganz günstige, super geniale Lösung mit dem GoE-Charger gemeinsam. Also, wenn ihr jetzt diesen GoE-Charger montiert, der hat eine API und der gilt dann so wie eine OCPP-fähige Ladestation, auch als förderfähig und zwar mit 900 Euro, wenn ihr in einem Mehrparteienhaus wohnt, also wo zum Beispiel 10 Parteien, 10 Garagenstellplätze und ihr montiert einen dieser GoE-Charger, dann bekommt ihr sogar 900 Euro. Das muss man wissen. Also 900 Euro ist die Obergrenze, 50%, maximal 900 Euro. Oder im Zusammenhang mit dem Kauf des Autos wieder gleichzeitig, dann gibt es die vollen 900 Euro. Und da zahlt sich schon wieder aus, das Ladekabel dazu zu kaufen. Also ihr kauft das E-Auto, ihr kauft den GoE-Charger, ihr kauft das Ladekabel gleichzeitig, ich hoffe bei uns, aber mein Gott, wenn ihr es woanders kauft, bekommt ihr natürlich auch die Förderung. Und dann reicht ihr das ein und dann bekommt ihr GoE-Charger plus Ladekabel bis 900 Euro gefördert. Auch eine tolle Sache. So, dann geht es weiter. Gemeinschaftsanlagen. Das will ich jetzt mal rauslassen, weil Gemeinschaftsanlagen, das ist doch schon viel komplizierter. Da braucht es eine zentrale Abrechnung, Zugangsmöglichkeit und so weiter. Wird etwas komplizierter. Könnte man theoretisch auch mit dem GoE-Charger irgendwie lösen. Gibt es aber andere Lösungen. Allerdings wird es dort auch richtig teuer. Da bekommt ihr aber 1800 Euro
gefördert. Übrigens noch eine ganz interessante Sache. Eine große Unterscheidung. Intelligentes Ladekabel, da wird nur das intelligente Ladekabel gefördert, weil das kann man ja an eine Steckdose anstecken. Die Installation der Steckdose ist nicht förderfähig. Eine fest installierte Ladestation, da sind auch die Kosten für die Zuleitung, für die Montage, für die Verlegung und Inbetriebnahme förderfähig. Also ihr könnt zu einem Elektriker gehen und sagen, bitte montier mir das, ja, ihr stellt das bei. Geht ihr bei uns in die Felsi-Liste übrigens, ja genau, blende ich euch hier ein, auf Information klicken bei uns im Shop, dann kommt eine Karte, eine Google Map und da sind Installateure drinnen, die kein Problem haben in der Regel, eure beigestellte Hardware zu installieren, beziehungsweise die elektroautoaffin sind. Wenn ihr so ein Installateur seid oder jemanden kennt, meldet das bitte, schreibt uns an info@enercap.at, dann geben wir den auch in diese Karte rein. Wir haben nicht einen Cent davon, aber für die Community ist das genial, denn ich weiß, es ist oft schwierig, einen Elektriker zu finden, der da progressiv genug ist, pro Elektromobilität zu sein. Also meldet euch, wenn ihr selbst einen Installationsbetrieb habt oder wenn ihr einen kennt, schickt uns die Daten, wir nehmen das auf und geben das in diese Karte rein. Ihr könnt also diese zusätzlichen Kosten für die Installation auch mit fördern lassen. Und da jetzt wird es richtig spannend, denn Elektriker unter euch wissen schon, welche wunderbaren Möglichkeiten das bietet. Mehr sage ich dazu nicht. Gut, dann geht es weiter für Betriebe. Auch Betriebe bekommen Förderungen, Elektroauto, Ankaufsförderungen. Es soll hier auch wiederum nicht das Thema sein, da geht es weiter. Ich gehe jetzt weiter in dem Dokument, dass ihr euch da runterladen könnt. So, jetzt wird es interessant und zwar bei der Lade... Und genau, aufpassen in diesem Dokument, da steht ganz vorne, ich blätter da nochmal zurück, da steht jetzt 30% auf Seite 4. 30% der förderfähigen Kosten ist die Grenze für die Förderung für Betriebe. Okay, also nicht 50% wie bei Privaten, sondern 30%. Jetzt kommen wir zur öffentlichen zugänglichen E-Ladeinfrastruktur mit nicht diskriminierendem Zugang, das heißt wirklich öffentlich, sodass da jeder hinkommen kann, der eine entsprechende Ladekarte oder App oder so, wie auch immer hat, bedienen kann und das dann freischalten kann. Theoretisch ginge das auch, wenn man es gratis zur Verfügung stellt, dann ist es auch nicht diskriminierend, weil nicht diskriminierend, da geht ja gar nicht mehr. Da bekommt ihr dann schon relativ schön 2.500 Euro maximal pro Ladepunkt, aber wie gesagt nur 30% der Kosten. Daher müssten dann schon 7.500 Euro Kosten anfallen, damit ihr die vollen 2.500, nicht mal das stimmt jetzt ganz, das wären jetzt 33%, aber ungefähr, ihr wisst schon, ja, wo ihr da hinkommen müsst, damit das überhaupt die vollen 2.500 Euro für 11 bis 22 kW AC-Ladepunkte. Da gibt es noch für DC-Laden ganz ordentliche Förderungen, wobei da sind die Kosten ja auch ganz anders. So, und dann betriebliche, jetzt wird es spannend, Seite 7, da weiter unten, betriebliche Ladeinfrastruktur ohne öffentlichen Zugang, also wirklich nur betrieblich, nur für euch, für einen AC-Ladepunkt bis 22 kW, kleiner gleich, da geht theoretisch auch 3,7 kW, da kommt auch in Kürze vielleicht eine ganz interessante Möglichkeit für euch, zeige ich euch auch hier auf dem Kanal, für Zugangskontrolle, Abrechnung, das betrifft übrigens auch für öffentliche Ladeinfrastruktur, so, naja, sage ich mal jetzt nicht im förderfähigen Bereich, aber vielleicht so ganz interessant für größere Betriebe oder Beherbergungsbetriebe und so weiter, zeige ich euch in Kürze eine ganz coole Lösung. Und jetzt zurück, eine betriebliche Ladestation dreiphasig bis kleiner gleich 22 kW und da gibt es auch 900 Euro pro Ladepunkt. Ja, gut, und da heißt es normalerweise auch, dass die Ladestation, damit sie förderfähig ist, OCPP haben muss. Aber auch da gilt, ihr könnt zum Beispiel diesen GoE-Charger mit der Festinstallation, also der hat hier das Kabelende, das könnt ihr einfach anklemmen, übrigens Gehäuse bitte nicht öffnen. Dieser GoE-Charger hat durch seine Kommunikationsfähigkeiten den gleichen Status wie OCPP, zumindest für die Förderstelle. Und ist damit genauso förderfähig wie überall, wo in diesem Dokument OCPP steht. Das haben wir bestätigt bekommen von der Kommunalkredit. Das ist wasserdicht. Bekommt ihr gefördert. Auch hier wiederum mit Kabel. Denn der hat ja kein Kabel. Ja, ist kein Kabel dran. Wobei da würde ich zur Sicherheit nochmal nachfragen. Aber soweit ich mich jetzt erinnern kann, sogar mit Kabel. Nagel mich da nicht fest, im Einzelfall, das ist übrigens ein kleiner Disclaimer,
Wir haben keinen Einfluss darauf, wie im Einzelfall die Förderstelle tatsächlich entscheidet. Das liegt natürlich, dieses Risiko sozusagen, liegt natürlich am Ende bei euch. Wir haben uns aber erkundigt, wir haben das wirklich dezidiert nachgefragt und ganz klare Aussage, GoeCharger hat kein OCPP, aber gilt genau wie OCPP. Privat und betrieblich, nämlich wohlgemerkt. Gut, ihr findet das da weiter, die Fördermöglichkeiten, wie gesagt, für betriebliche 900 Euro pro Ladepunkt, leider eben auch mit dem 30% Deckel. Aber ich sage mal, man kann die Installationskosten und so weiter damit reinrechnen. Damit kommen schon ein bisschen Kosten zustande und dann kommt man schon zumindest auf mehrere hundert Euro Fördersumme. Der Förderantrag ist etwas komplexer und bitte unbedingt vorher durch den Förderantrag durchgehen und dann das Projekt starten. Das ist für Betriebe wirklich wichtig, anders als bei Privatpersonen. Ja. Im Wesentlichen sind wir da durch, das war's. Danach geht es nur mehr um Busse und solche Sachen. So, der GoeCharger, warum habe ich den jetzt überhaupt da? Erstens einmal, weil er fördertechnisch sehr interessant ist. Und dann ist er auch für Betriebe, ich glaube, die meisten kennen den sowieso schon. Ja, ist eine Ladestation, da vorne mit einem Knopf zum Bedienen, die Steckdose. Und hier ist ein Laser für... Könnt ihr maximal 10 Chips anlernen. Da gibt es so einfache RFID-Chips dazu, die könnt ihr anlernen. Aber ihr könnt das Ding ja auch per App bedienen und vor allem konfigurieren. Und das ist das Wichtigste, denke ich, vor allem für Betriebe und möglicherweise auch für zum Beispiel Privatpersonen, die zwei Stellplätze haben. Ihr könnt damit Lastmanagement realisieren. Ja? Ihr könnt damit problemlos, ganz einfach über WLAN, über die App in wenigen Minuten das so konfigurieren, dass sich zum Beispiel zwei Charger einen 11 kW Anschluss, 16 Ampere Absicherung, dreiphasig teilen. Das lässt sich fast überall realisieren. 16 Ampere, 11 kW, dreiphasig ist nicht die große Hexerei. Das könnt ihr wirklich so gut wie überall installieren. Dann teilen sich die das. In der Regel reicht ja das bei weitem aus. Ihr müsst ja rechnen, 11 kW, das sind je nach Auto irgendwo zwischen bei Stromfressern 40 km pro Stunde bis sehr sparsame Autos kommen damit fast 70 km pro Stunde, weil das mit einer Stunde Ladung 70 km fahren oder 40 km, je nachdem, wie viel euer Auto verbraucht. Also das sind schon richtige Reichweiten. In 10 Stunden 400 bis 700 km könnt ihr da in eure zwei Autos dann reinladen. Ich denke, das wird wirklich so gut wie für jeden reichen. Damit ist das sehr spannend. Und ihr könnt Photovoltaiküberschuss laden. Wie gesagt, da kommt in Kürze noch was. Geniale Lösungen gibt es da mittlerweile, die gar nicht viel kosten. Und sage ich mal, auch für den Laien möglich sind einzurichten. Ja, weil manche Sachen sind ja dann doch sehr kompliziert und hakelig. Aber ich werde das da im Detail erklären hier am Kanal. Machen wieder Produktvideos. Vor allem mit der Konfiguration. Ich denke, das kommt nämlich sehr gut an. Ja, und das Ganze funktioniert auch mit einem älteren GoeCharger. Also das hier ist jetzt Version 3. Da haben mich auch schon einige gefragt, wie kann man das unterscheiden? Hinten ist ja diese Platte drauf. Wie kann ich unterscheiden, ob ich Version 3 oder Version 2 Charger habe? Nicht Supercharger, sondern GoeCharger. Da hinten habt ihr die Seriennummer drauf. Und wenn die beginnt mit CM-02, dann ist das Version 2 und CM-03 ist Version 3. Also nicht wirklich schwer zu unterscheiden. Worin unterscheidet sich die Hardware? Version 3 kann Einphasen, Dreiphasen umschalten. In der App sieht es geringfügig anders aus. Es gibt ja eine neue App. Da ist übrigens das Integrieren des Chargers in die App ein Unterschied, ob ihr die Version 2 oder Version 3 habt. Für Version 3 habe ich es hier schon gebracht am Kanal. Version 2 folgt noch. Ist nicht so viel anders, aber vielleicht braucht es der eine oder andere noch. Gut, ja. Worauf wollte ich jetzt hinaus? So könnt ihr unterscheiden, welche Hardware ihr habt und genau die Unterschiede technisch. Wie gesagt, Einphasen-, Dreiphasen-Umschaltung und WLAN ist doch deutlich besser am neuen Charger. Die Elektronik ist komplett neu, kann man überhaupt nicht vergleichen. Es ist ein ganz neues Gerät im Prinzip gleichen Gehäuse. Falls ihr den mobilen GoeCharger kaufen wollt, jetzt noch hinten dran ein kleiner Tipp. Tut das nicht, wenn ihr sehr viel unterwegs sein wollt damit. Ihr werdet es verfluchen. Es ist wirklich unpraktisch, das Gerät mitzunehmen. Okay, wir haben das auch im Set mit den Adaptern und der Lorry Bag. Das ist diese Tasche aus LKW-Plane. Da müsst ihr aufpassen, dass da kein Wasser da in die Dose, da so, wenn ihr das so irgendwie Wasser da reinfließt, dann ist das schlecht. Deswegen für unterwegs wirklich, für den Urlaub, okay, kann ich mitnehmen, habe ich eine Ladestation, die zur Not, wenn sonst nichts mehr geht,
mit, ja, Schuko hat eigentlich jeder im Auto, dieses Schutzkontakt-Notladekabel bekommt man ja bei fast jedem Auto dazu, außer Renault Zoe. Kann man trotzdem mitnehmen, ja, aber für häufiges Mitnehmen, Wochenendhaus zum Beispiel, ist ein gutes Anwendungsbeispiel. Zweite Grundplatte montieren, die bekommt man ja extra. Dann nimmt man das Ding mit, hängt das dort ein und hat dann am Ziel auch eine Ladestation, muss die dort nicht komplett kaufen. Aber auf der anderen Seite bekommt ihr ja mittlerweile Förderung. Da ist die Frage, ob ihr es dann nicht doch fördern lässt und eine zweite fix installierte macht. Ja, muss jeder selbst wissen. Und vergesst mir nicht, die Kontakte zu pflegen, das zeige ich euch auch noch. Da könnt ihr, haben wir auch mittlerweile das Kontaktspray Kontakt 61, das ist wirklich ein Tipp. Ganz generell pflegt die Steckkontakte bei den Kabeln, bei den Steckdosen, beim Auto und so weiter. Einmal kurz draufsprühen mit Kontaktspray. Gute Kontakte sind immer wichtig. So, jetzt war es noch hinten dran ein praktischer Teil, unabhängig von der Förderung. Wollte ich extra hinten dran hängen, dass die Förderung nur interessiert, schon wegschalten können. Aber für die jetzt so fleißig geschaut haben und so dran geblieben sind bis daher und die noch kein Abo haben, vergesst nicht, diesen wunderbaren Kanal zu abonnieren. Diesen herrlichen Kanal mit diesem so sympathischen Menschen hinter der Kamera. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.